Also ich kenne den Agitator erst dadurch, dass er sich mal mit Dara gestritten hat. Und jeder streitet sich mit Dara. ja, dann warst du, glaube ich, zu Gast bei Erwin. Ja, und dann haben wir manchmal Okay. miteinander geredet und ich fand es eigentlich immer ganz interessant. Also ja, wie gesagt, du redest öfter mal über Themen, wo ich nicht so tief drin bin und ich finde, jeder kann das auch für sich selber bewerten. Es geht oft heiß her, wenn du da bist. Also es gibt oft viele verschiedene Meinungen, dass die entweder sagen, ja, genau so, based, und andere sagen, was redet der für ein Quatsch. Aber das finde ich eigentlich, ja, wie gesagt, ich finde solche Gespräche interessant. Man kann ja daraus mitnehmen, was man möchte. Der Kapitalismus in der Ketzerkirche, oh Gott, da geht ja in Themen rein, die sowas von heiß sind. Ja, ich beschäftige mich Ja. hauptsächlich mit Wirtschaftspolitik. Also dieses Außenpolitische, das ist erst, ja, das ist erst letztes Jahr so richtig dazugekommen und so viel habe ich mich damit auf dem Kanal auch noch nicht beschäftigt. Aber ich sehe halt diese Aufrüstung und diesen Konflikt mit Russland, worüber wir eben diskutiert hatten, sehr, sehr kritisch, was da in den letzten 1,5 Jahren passiert ist. Es Ja, Wirtschaftspolitik ist nicht mein Ding. Ich halte mich meistens aus den Wirtschaftsthemen Hä, aber du raus. bist doch in der FDP. Ja, das ist dieses Framing, was du hier wieder versuchst. Ich bin jemand, ich bin für den Bereich Menschenrechte, das ist genau mein Ding. Okay, ja, ne, es ist jetzt kein Framing, was ich dir irgendwie absichtlich aufdrücken will oder so. Ich habe die Nein, FDP nur nicht immer so mir, der wahrgenommen. FDP. Naja, aber Die das ist ja FDP wird immer so. nur so als eine Wirtschaftspartei wahrgenommen. Ich finde das schrecklich. Das ist sie nicht. Die FDP der 80er Jahre finde ich viel besser. Die Partei der Bürger- und Menschenrechte. Mit Das ist meine FDP. Gerhard Baum und Co., meinst du? Das ist so eher mein Umfeld, ja. Ja, aber die ist ja Ja, im da würde ich Laufe dir der Jahre zustimmen. deutlich kleiner Letzter Letzter geworden, ist oder? Schnellenberger. Bitte? Die ist ja Da im würde ich Laufe dir der Jahre zustimmen, die sehr, sehr viel FDP. kleiner geworden, oder? Also die wären ja auch lieber als die Das heutige, ist. aber naja. Ja, der Flügel ist sehr klein geworden. Ich würde sagen, das ist nur noch ein Steißbein, wenn man davon spricht. Also, das ist Aber leider so. Ich glaube, die letzte Person, die das hochgehalten hat, war Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. ja, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. In der damaligen Zeit, in den 70er Jahren, mit den Freiburger Thesen, da hat die FDP ja sogar noch eine Erbschaftssteuer in Höhe von 70% gefordert. Also die hatte damals ja quasi sozialdemokratisches Wirtschaftsprogramm, auch wegen der Koalition mit der SPD. Das war damals noch eine völlig andere Partei. Ja, das ist so. Da war sie auch gerade denazifiziert. Da hatte sie sich gerade durch Genscher freigemacht von dem NRW-Bereich. Also da war ja die FDP in den, sagen wir, 50er, 60er Jahren war ja nichts anderes als eine Ersatzpartei der NSDAP in weiten Teilen. Das war ein Auffangbecken. Und das wurde dann in den 70ern endlich abgeschüttelt. Die Parteigeschichte ist Ja. sehr, sehr, sehr wild. Ja, und sie hat dann auch diese ja, Entspannungspolitik unter Willy Brandt mit eingeleitet. Also das war auch einer der großen Erfolge in der Geschichte der FDP, den ich auch bis heute noch hoch anrechnen würde. Wandel durch Annäherung, ja. Aber also, wir können, dann sind wir uns ja zu dritt sogar einig, dass die weniger marktliberal und mehr sozialliberal werden sollte wieder. Wie man das Ich weiß anstellt, weiß ich nicht, nicht. wo die Wähler liegen. Also in meiner Wahrnehmung ja. Also für mich persönlich. Ich würde jetzt nicht einer 70-prozentigen Erbschaftssteuer zustimmen, weil das die Umgehung dann doch zu krass sein Wie wird. viel Prozent würdest du machen? Ich weiß gar nicht, ob ich für eine Erbschaftssteuer bin. Überhaupt gar nicht? Ja, es ist ja schon versteuert. Ja, aber das ist kein gutes Argument. Also bei der Mehrwertsteuer, die wird ja auch auf alles erhoben, obwohl das Einkommen vorher schon mal Ja, versteuert wurde. aber ich Also würde unser mit der Steuersystem. Argumentation könnte man jede Steuer außer die Einkommenssteuer ablehnen. Das stimmt. Ich würde aber unser Steuersystem allgemein ganz ändern. Und zwar haben wir, ich fand dieses Kirchhofsteuermodell fand ich so attraktiv, weil wir diesen ganzen Verordnungsquatsch nicht mehr brauchen, sondern ein ganz einfach, relativ einfaches Steuersystem. Mit dem Vorteil, dass es halt auch diese sogenannten Schlupflöcher dann auch nicht mehr gibt und die Möglichkeit für Menschen, die sehr wohlhabend sind und sich einen Steuerberater mit Konstrukten leisten können, also die gibt es dann halt auch einfach nicht mehr. Und ich bin auch für einen höheren Steuerfreibetrag. Ich finde es gut, dass er jetzt langsam erhöht wird, aber ich finde ihn einfach zu niedrig. Ich verstehe nicht, warum Menschen,
die, sagen wir mal, 20.000 Jahreseinkommen haben, warum die Steuern bezahlen. Das ist, erschließt sich mir überhaupt nicht. Ja, Ja, also Steuern definitiv. bezahlt ja Und sowieso jeder, wie gesagt, ne? Also die ja, ich meine Mehrwertsteuer und Co., Einkommensteuer. aber Einkommensteuer nochmal zusätzlich, das ist die, worüber wir reden. Aber es gibt ja sonst immer die Leute, die so abschätzig über andere sagen, der zahlt ja gar keine Steuern, aber also egal, wenn du dir eine Flasche Wasser oder ein Brot kaufst, dann zahlst du auch Steuern. Also. Nein, natürlich zahlt man da Steuern, aber selbst das Mehrwertsteuersystem ist ja sowas von kompliziert. Da wirst du ja verrückt. Und wir reden die ganze Zeit davon, dass wir kleine und mittlere Einkommen entlasten wollen und dass wir Anreize schaffen wollen, damit Menschen in Arbeit gehen, in Beschäftigung. Aber sieht Und die man das schaffen bei wir der halt nicht. FDP, dass sie das vorhaben? Die FDP hat das vor. Das gab es ja früher mal den Versuch, der ist ja gescheitert an Abschaffung der kalten Progression. Das war ein altes Modell von Wissing. Das ist ja gescheitert im Bundesrat, diese ganzen Vorschläge damals. Und es gab auch wunderbare Ideen des Entflechtungsgesetzes unter Brüderle noch. Das hat dann Angela Merkel gestoppt, weil die Konzerne hier aufs Dach gestiegen sind. Das hat Diese ganzen Sachen kürzlich kommen halt gar nicht Wagenknecht noch durch. hochgelobt, ne? Diese Idee von Brüderle von damals. Bei Lanz hab Ja, ich aber sie ist gesehen, ja. komplett untergegangen. Ich fand die auch großartig. Also, aber weiter ging es halt dann auch nicht. Und wenn wir schon unser Steuersystem nicht ändern, also wir müssten eigentlich unser gesamtes Steuersystem einfach in den Mülleimer werfen und neu schreiben, denn es ist so kompliziert, dass du entweder mit einem Bein im Knast bist oder du verarschst halt komplett, wenn du intelligent bist, und so geht es halt nicht. Und so entsteht dann auch keine Steuergerechtigkeit. Und dann kommt Unzufriedenheit. Und wenn jemand sieht, dass der Nachbar, der wohlhabender ist, sich jedes Jahr ein neues Auto leisten kann, weil er eine gute Steuergestaltung hat, und man selbst überlegt, warum ist seine Belastung so groß und man kann sich es nicht leisten, dann kommt die Unzufriedenheit. Und das stärkt einen Staat nicht wirklich. Und wenn du ein Gewerbe machen willst und dann schon an der Bürokratie und den Steuervorauszahlungen scheiterst, dann gehst du halt auch nicht in Verantwortung. Also Ja. ich bin ja selbst selbstständig und Freiberufler. Was hier eine, ich habe einen Steuerberater. Das ist Ja. schrecklich. Ja, ich finde Ich das System zahle. auch komisch, dass mir quasi, ich bin ja auch selbstständig, ne, dass man quasi bedroht wird, dass man sagt, entweder du machst das selber und stehst mit einem Bein im Knast oder du bezahlst jemanden dafür, dass er dich wieder rausboxt. Und dass man darauf Ja. angewiesen ist, ist eigentlich eine Fehlkonstruktion, ne? Und auch Gestaltungsprobleme. Also ich habe meinem Steuerberater gesagt, er soll doch bitte nicht anfangen, irgendwas zu tricksen. Er sagt, lieber zahle ich einen Tausender mehr oder zwei und habe meine Ruhe. Ich sage, ich möchte mit dem Finanzamt so gut wie keinen Kontakt haben. Die sollen mir einmal im Jahr einen Bescheid schicken, sie kriegen das Geld sofort und dann sollen mich in Ruhe lassen. Gerne kriegen sie das Geld auch 3 Jahre voraus. Aber die Belastung ist halt enorm. Man ist ja sehr schnell auch im Spitzensteuersatz, also im ersten Spitzensteuersatz, nicht im Superspitzensteuersatz, sondern im ersten, das ist 42%. Wie viel Da musst du bist du ja dafür verdienen im relativ Jahr? 60.000 Na, schon eine Menge, ne? brutto. Ja. Nee, Also das das ist gar nicht so viel. Es ist Früher hat das relativ viel. wenig. Es ist nicht, Früher sogar noch weniger. ging das erst viel später. Da musste man mehr als das Zehnfache des Durchschnittseinkommens haben, um einen Spitzensteuersatz zu zahlen. Der lag aber zu Beginn der Bundesrepublik mal bei 95%. Also das waren damals früher die Verhältnisse. Ja. Heute ist der Spitzensteuersatz 25, aber 45, aber der de facto ist 42, aber dann hast du halt noch die anderen Abgaben, die da hinzukommen. Dementsprechend ist die Steuerbelastung schon recht hoch. Und als Selbstständiger hast du ja noch ganz andere Kosten. Zum Beispiel hast du ab 60.000 Gewinn, hast du eine Bilanzierungspflicht. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich glaube, fast jeder YouTuber ist davon be betroffen, dass er die Bilanz aufstellen muss. Und eine Bilanz aufzustellen kostet direkt mal 3.000, 4.000 Euro. Ja, Ja, definitiv, das ist zu kompliziert, da würde ich dir zustimmen. aber Ich wer weiß geht nicht, das denn warum an? man das Also macht. wird die warum FDP ist doch gerade in der Regierung und besetzt das Sie arbeitet also an dem Punkt, Wirtschaftsministerium. sie Kommt das arbeitet dann? an diversen Punkten. Da kommt was, da kommt auf jeden Fall. Ich hab natürlich da auch genutzt, dass ich sehr guten Draht zu meinem Parteivorsitzenden habe und habe ihm auch angeschrieben. Ich hab ihm auch gesagt, das geht so nicht. Und da kam auch die Meldung, daran wird gearbeitet, da wird was geändert. Und wir sehen ja, der Steuerfreibetrag steigt massiv. Also, glaube ich, um 20 oder 25% geht er schon hoch. Der gleicht sich irgendwann, glaube ich,
Ziele sind irgendwie 14.000 Euro, was ja schon mal sehr gut ist. Vorher waren es nur 10.000. Und auch das Thema Bilanzierungspflicht soll geändert werden. Also da wird es vielleicht dann vielleicht bei 90 oder Ja, dann hoffe ich mal, das 120.000. wird geändert, bevor ich das machen muss. Okay. Du müsstest längst drin sein. Ich glaube, jeder Streamer und YouTuber, der mehr als 1.000 Zuschauer hat, ist in der Bilanzierungspflicht. Hast du nicht eben noch gesagt, 60.000 Jahresumsatz? Gewinn, Jahresgewinn. Gewinn, ja, das habe ich noch nicht. Ja, das ist doch relativ schnell erreicht. Ja, vielleicht irgendwann mal. Kann Wenn du sein. nicht viel ab Schau, wenn du als Selbstständiger nicht viel absetzen kannst. Ich kann mein Auto nicht absetzen. Ich kann nur hier von der Wohnung kann ich nur einen Raum absetzen, wo das reine Streaming-Studio drin ist, und ich kann es nur absetzen, weil dort nichts anderes ist. Ich kann diesen Raum für nichts anderes benutzen. Ja, aber ich Du habe doch kennst keine vielleicht in meinem 60.000 Gewinn, wenn ich nicht mehr 60.000 Umsatz habe. Also muss ich mir ja gar keine Sorgen drum machen gerade. Bist so arm, deswegen willst du keine FDP. Nein, okay. Nein. Ach, das ist arm. Unter Es ist 60.000 im Jahr ist schon arm. Okay, na gut. Okay. Ja, man kratzt das halt schnell, weil du die fehlenden Möglichkeiten hast, was abzuschreiben. Schon mal bei mir zum Beispiel in meinem YouTube-Studio siehst du diese gelbe Couch im Hintergrund. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Es gibt eine schöne Couch und diese. Die schöne Couch ist aber 2 Meter breit. Die durfte ich nicht kaufen, weil ansonsten mein Raum nicht mehr absetzbar ist. Warum? Weil die Couch zum Schlafen benutzt werden kann, und somit habe ich eine mögliche Doppelnutzung des Raums. Fußboden kann auch zum Schlafen benutzt werden. Also. Ja, aber es geht ja um was Bequemes. Ja, Und jetzt okay. ist das Ding so breit, dass da keiner drauf schlafen kann, und so kann ich den Raum absetzen. Ja, es ist gut, das muss man mal angehen, aber ja, wäre cool, wenn das mal gemacht würde, ne? Ja, um mal zu dem zentralen Punkt, den Imp vorhin gebracht hat, wieder zurückzukehren. Wärst du für eine Abschaffung der Mehrwertsteuer? Nee, wir müssten, also vor dem Hintergrund, dass wir ja in Europa eine einheitliche Steuer- und Wirtschaftsordnung bräuchten, wäre das wohl sehr schwer, die Mehrwertsteuer Ja, abzuschaffen. es gibt eine EU-Richtlinie, die sagt, maximal, also es gibt mehrere Mehrwertsteuersätze, und der maximale Mehrwertsteuersatz, der muss bei 10% liegen. Aber die EU-Richtlinie, die kann man ja ändern. Also vorher war ja auch eine EU-Richtlinie, dass der minimale Mehrwertsteuersatz bei 5% liegen kann. Der wurde jetzt auf 0% abgesenkt. Das heißt, EU-Richtlinien, die lassen sich, wenn politischer Druck herrscht, auch ändern. Deswegen habe ich jetzt erstmal gefragt, wofür wärst du? Wärst du grundsätzlich für eine Abschaffung der Mehrwertsteuer, wärst du grundsätzlich für eine Abschaffung der Mehrwertsteuer oder zumindest auf eine Absenkung auf das in der EU erlaubte Minimum? Puh, das ist eine schwierige Frage, weil die Mehrwertsteuer eine ganze Menge finanziert in diesem Land. Und wir es uns wahrscheinlich nicht leisten können. Ja, aber das bezahlen ja vor allem die Armen und die Mittelschicht. Also da könnte man sich das ja eher bei den Reichen holen oder halt zusätzliche Staatsschulden machen. Ich kann hier das mal einblenden. Ich habe hier von der HK Hamburg, IHK Hamburg, habe ich hier gefunden, Umsatzsteuersätze in der Europäischen Union. Und dann kann man hier mal vergleichen. Also wir haben ja hier Deutschland, wir haben einmal die 19%, das ist der Normalsatz und der ermäßigte Satz ist bei 7%. Was genau wo reinfällt, ist ein bisschen dubios. Ich hatte dazu mal ein Video gemacht. Also das sind ganz seltsame Begründungen manchmal, warum das ein Produkt in der einen und eins in der anderen Kategorie ist. Aber also wir sind hier im Vergleich zu beispielsweise Dänemark oder Finnland, sind wir ja noch relativ niedrig mit unseren 19%. Also hier sind tatsächlich relativ wenige Länder haben einen niedrigeren Normalsatz, wie zum Beispiel hier Luxemburg und Malta haben weniger. Aber die meisten haben sogar eher mehr als wir. Ungarn hat sogar 27%. Das ist ja das Problem. Aber wenn Aber es man darum sieht, geht, jedes dass Land man hat einen anderen Satz, ne? also wenn es darum geht, kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten, dann wäre ich eher dafür, dass wir diesen sogenannten ermäßigten Steuersatz gerne auf Null setzen, Ja, und was fällt da und rein? dort Produkte. Ich würde dort Produkte reinfassen, der Grundnahrungsmittel, also Lebensmittel, also keine Luxuslebensmittel, sowas würde ich dort reinpacken. Ja, haben wir ja jetzt Ja, aber schon, aber die Sortierung ist ja ein da bisschen wehrt sich auch die dubios, ne? FDP gegen. Da Bitte? wehrt sich aber, nee, das ist kein zentraler Punkt, da wehrt sich gerade die FDP gegen. Die FDP und die Grünen und die SPD, diese drei Parteien blockieren das gerade alle. Da hatten Linke und AfD letztes Jahr schon einen Antrag gestellt, und im Bundestag haben diese Parteien lang und breit erklärt, dass wir das ja auf keinen Fall machen können, was Tobias Huch hier gerade gefordert hat. Also wieso blockiert die FDP das?
Weil wir Haushaltslücken haben. Ja, aber diese Lücken, die schafft man doch erst dadurch, dass man die Schuldenbremse einhalten will. Also man könnte doch auch sagen, wir halten die Schuldenbremse nicht ein. Bei der Bundeswehr, da hat Genau, man ja auch gesagt, ja. wir machen Sondervermögen, was an Aber der Schuldenbremse vorbeikommt. ich spreche Und übrigens, ja. ich spreche übrigens nicht für die FDP. Ich spreche jetzt nur für mein Gefühl, als jemand, der gerade so Wirtschaft von Kneipe unterscheiden kann. Ich dachte, wenn ich schon mal ein FDP-Mitglied hier im Talk habe, dann kann ich es ja mal fragen. Ja, aber nicht jeder von uns ist Wirtschaftsexperte. Also da muss man mal Dr. Volker Wissing reinholen oder einen Sozialpolitiker wie Jens Teutrine. Ja, die Ich werden glaube, Jens wahrscheinlich wäre nicht sogar zu uns dazu in bereit. Twitch Talk kommen, oder? Ach, Jens, stimmt. Kann ich sagen, moin, Volker Wissing, Jens ist komm locker, noch mal zwei ehemaliger Stunden vorbei, oder? Julis-Bundesvorsitzender. Ne, also Ja, gut, Volker Wissing. ich weiß nicht, Volker Wissing wird ein bisschen schwer. ich sehe mich nicht so in so einer guten Position, so Politiker zu interviewen, wirklich Berufspolitiker, weil ich glaube, die haben Formulierungen, rhetorische Tricks und Co. drauf, da muss man, glaube ich, ein geschulter Journalist sein. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Ich will hier lieber, ja, Gespräche führen mit Leuten, die ich selber irgendwie interessant finde und die jetzt auch nicht irgendwie für eine Partei oder Gruppierung stehen, weil ich glaube, wenn das halt in so einen Bereich geht, dass das so Berufspolitiker sind, dann soll das lieber jemand machen, der da Ahnung hat. Man hat ja gesehen, Aber wie das also aussieht, wenn berufspolitisch, ich würde jetzt LeFloid nicht Merkel sagen, dass interviewt und sowas. Ich glaube, das würde bei mir in die Hose gehen, deswegen lasse ich es lieber. aber ein Jens Der rechte Weg hat, Teutrine, ach so. den würde ich jetzt nicht als Berufspolitiker bezeichnen. Das ist halt ein Bundestagsabgeordneter mit einem sehr interessanten Lebenslauf. Oder Ja, das halt kann ja von sein, ganz aber unten. wenn ich den jetzt nach Parteipolitik befrage und der sitzt im Bundestag, dann wird der ja wahrscheinlich nicht ohne Grund da sitzen. Ja, weil er gewählt worden ist. Ja, Also aber er ist ja ich nicht Teil meine, der Regierung. ja, aber die haben dann halt Ahnung davon, wie man sich in Interviews ausdrücken muss. Und das sieht man ja bei allen Politikern in allen Fernsehinterviews, dass du da eigentlich einen guten Moderator brauchst, der dann wieder auf die Frage zurückkommt und der das Ja, es kommt irgendwie, darauf an, dem das wer. auffällt. Also das traue ich mir zum Teil vielleicht zu, aber wenn die mir dann irgendwie mit, Oder dann nimm doch Frank Schiffler. den kenne ich nicht. Was macht der? Ist ein Das ist auch hier. Libertärer. Also der hat komplett seltsame Ansichten. Nein, Frank ist harmloser geworden. Meiner Frank Meinung war nach. damals. Nein, Frank ist ein Netter. Aber er ist auch ruhiger geworden und er hat auch seine Ansichten in vielen Bereichen geändert. Seit 2014 hat sich viel geändert. Oder 2013. Ja, da würde ich mir aber lieber wünschen, dass das dann irgendwie, weiß nicht, ein Maurice Höfgen die interviewt oder sowas, weil der halt dann in diesen ganzen Themen mehr drin ist, ne? Also das traue ich mir einfach nicht so zu. Aber wir waren ja auch gerade bei der Mehrwertsteuer. Also warum, das ist ja was, ich gebe ruhig zu, ich hab auch jetzt nicht so viel Ahnung von den ganzen Details, was Steuern und Finanzen und so angeht, aber ich würde da aus so einer persönlichen Sicht argumentieren, dass ich durch Kontakt zu Freunden oder wenn ich durch die Straßen gehe, dass ich dann Obdachlosigkeit sehe, dass ich weiß, dass Leute teilweise harte Arbeiten machen und wenig Lohn dafür bekommen. Also Leute, die zum Beispiel in der Gastro arbeiten, die kriegen sehr wenig Gehalt dafür und die haben einen wahnsinnig stressigen Job. Und dass man sich denkt, eigentlich kann das nicht sein, während ich auch Leute kennengelernt habe, die, weiß nicht, beispielsweise Immobilienmakler sind oder so. Und man denkt, kann auch sein, dass das stressig ist, aber die kriegen ja so immens viel mehr Geld dafür, was sie da tun, als Leute, die einen in der Gastro bedienen. Und man sich dann doch eigentlich fragt, kann das eigentlich sein, dass ja diese sozialen Berufe, Pflegeberufe, Gastroberufe, dass die so stressig und anstrengend sind, wenig Nur dafür die werden entlohnt beschissen wird? bezahlt. Ja, oder dass Leute in so einem Die reichen werden. Land wie Deutschland irgendwo am Bahnhof auf dem Boden liegen. Also das muss ja eigentlich nicht sein. Eigentlich könnte man das doch irgendwie Ja, in den Griff kriegen, wobei oder das ja nicht? wirklich nicht sein muss. Das muss ja wirklich nicht sein. Das liegt aber auch leider oft daran, dass Menschen sich bewusst dafür entscheiden, auch in dem Bereich der Obdachlosigkeit. Weil sie Naja, also die haben ja oft harte die persönliche Schicksalsschläge. Prägung. Genau, das ist aber das Problem. Diese harten Schicksalsschläge führen dazu, dass diese Leute mit dem normalen Leben nicht mehr so klarkommen. Ja, aber du Also entscheidest dich ja nicht für ein Trauma, das passiert ja das ist einfach. weniger, das ist genau, ist genau, das geht einfach. Aber Ja, aber deswegen muss man das diese ist jetzt Leute dann ja, weniger ein dann dem muss Problem man der ja helfen. Wirtschaftlichen. Also wenn jemand ein schweres Trauma erleidet und manche Sachen nicht mehr auf die Reihe kriegt, dann kannst du nicht einfach sagen, naja, der entscheidet sich jetzt halt zu verlieren und dann liegt er halt am Ende auf der Straße, sondern Nein, dann nein, aber sollte du man dem kannst noch nicht eine sagen, Hand reichen und dem der landet dort helfen. jetzt nicht.
Nein, aber die Aussage so durch die Blume, er landet jetzt dort, weil er keine Möglichkeit hat, irgendwo anders unterzukommen, das ist es halt nicht, sondern es liegt daran, dass er dort landet, weil er einen Schicksalsschlag hinter sich hat Ja. und nicht mehr mit der normalen Welt klarkommt. Ja, Das aber. ist halt was Individuelles. Ja, und wie Das hilft man denen kannst du jetzt nun? nicht über Steuerrecht regeln. Nee, nicht nur. Also, du kannst natürlich über Steuerrecht kannst du Sozialwohnungen vielleicht bauen, dass du da Einnahmen hast und dann die irgendwie freimachst, oder du kannst irgendwie Oder Leerstand enteignen oder so und die du Leute da reinsetzen. Irgendwie sowas wird man da du machen musst können. unser Gesundheitssystem verbessern, du musst dafür sorgen, dass Menschen Therapieplätze bekommen, die sie de Das facto auch, aktuell ja. nicht bekommen. Also jemand, der aktuell einen Therapieplatz haben möchte, kriegt die nicht. Ja, Du aber hast man kann ja auch, Wartelisten von 2 Jahren. also eine Therapie alleine reicht ja auch nicht. Also wenn jemand am Hauptbahnhof irgendwie auf dem Boden schläft und dann hin und wieder mal in eine Therapie geht, dann weißt du, dann wird er da therapiert, aber direkt danach liegt er dann da wieder. Das bringt ja nichts. Also den Nein, das musst du ist ja die Ursache. trotzdem in Nein, irgendeine Wohnung nein, das ist doch reinkriegen. die Ursache. Das ist doch die Ursache, warum er am Boden liegt, weil er nicht in eine Wohnung will. Red mal mit Menschen in der Ja. Obdachlosigkeit. Viele von denen können das nicht. Sie können es, kommen damit nicht klar. Sie sind überfordert mit dem Leben. Aber Das ist selbst das wenn sie große gerne Problem rausgehen in der oder Obdachlosigkeit. draußen sich umgeben mit anderen Leuten. Gerne sind sie ja auch nicht draußen. Nee, aber also du sagst Aber ja es gerade, ist. die wollen nicht. Also wenn du denen sagst, du kriegst einen Raum, wo ein Bett und vielleicht Ja. ein kleines Zimmer zum Abschließen ist, wo du ein paar Sachen unterbringen kannst, wo du dich Da vielleicht mal müssen wir waschen uns kannst, dann werden anpassen, die doch nicht genau. sagen, nee, Da kein müssen wir Bock. uns anpassen. Ja, da muss man sich anpassen. Da muss das System anders funktionieren. Aber dann red mal mit Obdachlosenhilfen und die werden dir genau sagen, wo die eigentlichen Probleme sind. Und die sind nicht so einfach zu lösen. Ich hab sehr viel Kontakt mit Ja, aber. Obdachlosenhilfen in den letzten Jahren gehabt, habe da auch mich sehr stark engagiert. Das ist ein so komplexes Thema, dass man das nicht so einfach lösen kann. Klar, Leute sagen immer, ja, dann gib ihnen eine Wohnung, gib ihnen das Essen. Es funktioniert so nicht. Ja, also, Doch, aber. also wir sehen ja, dass beispielsweise in Finnland dieses Housing First Konzept durchgesetzt wurde und man dadurch die Obdachlosigkeit deutlich reduzieren konnte. Ich glaube, man hat es geviertelt innerhalb von 10 Jahren oder sowas. Ich habe mir da Ja, aber damals Finnland mal ist was wieder ein ganz geguckt. anderes Land. Wir haben ja hier auch viel andere Obdachlosigkeit. Wir haben zum Beispiel auch importierte Obdachlosigkeit durch EU. In Finnland nicht. Das Also sind. Finnland, ja, Finnland ist auch in der EU. Also Finnland hat Ja, ähnliche Probleme wie wir. Deswegen ist das ja so gut aber vergleichbar. wer aus den Ostländern geht denn zum Betteln nach Finnland? Ich war da noch nicht, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Leute machen. Ja, das ist es eben. Das ist es ja eben. Das ist ja auch ein Problem in diesem ganzen Bereich, was neu hinzugekommen ist. Zu der üblichen Obdachlosigkeit und den sozialen Problemen kommt dann auch noch Bettelmafia und so weiter hinzu. Und das verschärft die Ja, aber. Situation für Obdachlose nochmals. Aber Kompromissvorschlag wäre doch erstmal, dass man sagt, jeder deutsche Staatsbürger kriegt erstmal eine Wohnung und um die Importierten kann man sich Das danach kümmern, oder? wird nicht durchsetzbar sein. Das verstößt Geht wahrscheinlich nicht. gegen EU-Recht. Aber kann man sagen, jeder, der hier gemeldet ist oder irgendwas? Also irgendwie wird man Dann musst doch. du jedem, ja, dann musst du jedem, dann musst du jedem EU-Bürger. Und dann ist das Chaos perfekt. Du hast ja Freizügigkeit. Ja. Ja, aber Finnland schafft es doch auch und ist in der EU. Und Finnland wird jetzt nicht von irgendwelchen Bettelmafias überrannt. Das ist Ja, doch ein aber hat Schreckgespenst, was du da Finnland das Gesetz, dass aufbaust. jeder, der dort hinkommt, eine Wohnung bekommt? Sofort? Ist das so in Finnland? Ja, Housing First. Obdachlose werden zuerst mal mit einer Wohnung versorgt. Also bekommt jeder. Also ich kenne das finnische Gesetz so nicht, aber ich glaube, wir versuchen hier ein komplexes Problem zu einfach zu lösen, indem man einfach sagt, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Ja, also für mich ist es halt ein Ja, Thema, aber das wenn könnte die ich. Bundesregierung doch machen. Du Die siehst fehlen es ja ja auch in 100. deinem Chat. Du siehst es ja auch in deinem Chat. Da wird direkt absichtlich falsch verstanden. In der Hoffnung, Fitner zu machen, um es mal in dem TikTok-Wort zu sagen. Sagen, oh, er hat was, er hat alle über einen Kamm geschert, oh, marginalisierte. Leute, wir sind hier nicht im Shoyoka-Stream. Behaltet euren Shit-Talk bitte bei diesen Trotteln, aber nicht hier. Also, diese Shoyokasierung, wie man sie fast nennen mag, die ist wirklich unangenehm. Ich habe auch Da würde den ich dir Chat schon zustimmen. mehrmals darum gebeten, sachlich sich zu unterhalten. Ich glaube eben halt, als du gesagt hast, die wollen das oder so, oder das ist eine Entscheidung, da waren Genau, weil sie einige es nicht getriggert. verstanden haben, was ich aussage. Es wird jetzt wieder irgendetwas gecuttet, um dann wieder diesen hasserfüllten Spinnerten
um diese Dame herum etwas zu geben, wo sie dann wieder was verbreiten kann, um das sich dann der Staatsanwalt kümmern Aber darf. die können uns doch alle drei nicht leiden, also. Ja, genau deswegen. Deswegen, es wird ja hier auch mit Sicherheit fleißig mitgeschnitten, dann wird wieder rausgecuttet, wie sie es mit den meisten meiner Aussagen gemacht haben, nur um jemanden zu diffamieren und wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Das haben wir ja aus dieser Gruppe. Diese Leute sind ja maximal bösartig, faschistoid organisiert. Naja, gut, also darum ging es ja gerade nicht. Also eigentlich Ja, nee, war. aber ich sag nur, lese nur ein bisschen den Chat mit und Ja. sowas ist halt dann auch nervig, wenn man versucht, hier etwas Komplexes einigermaßen zu erklären, warum man gewisse Sachen, wo Probleme sind und wenn man dann wirklich im Problem im Sinne der Menschen, und zwar in wirklicher fürsorglicher Art und Weise, wo man in den Menschen schaut und nicht einfach sagt, das sind Obdachlose und das sind quasi keine Menschen, was manche Leute gerne machen oder typisch FDP. Wenn man versucht, als Mensch, der sozial engagiert ist, in die Probleme reinzugehen und diese so zu untersuchen, dass wir sie wirklich lösen und nicht nur uns an, weil Weihnachten ist, gut fühlen. Ach, ich habe einem Obdachlosen 10 € in den Kopf getan, ich habe die Welt gerettet. Mit solchen Leuten möchte ich halt dann auch nichts zu tun haben. Aber genauso Und wenn man dann versucht, deswegen, daraus argumentiere ich ja, dass ich halt draußen unterwegs bin und egal in welcher deutschen Großstadt du draußen spazieren gehst, du siehst halt abends in den Straßenbahnstationen, dass Leute da mit einem dreckigen Schlafsack liegen und ja. versuchen da einzuschlafen. Und ich denke, diese armen Leute, ich würde denen eigentlich gönnen, dass die genauso wie ich auch einfach in ein warmes Zimmer gehen können mit einem Bett und einem Ja, Kleiderschrank und einem Waschbecken. hast du mal mit ihnen geredet, was sie so brauchen und so? Na, manchmal schon, aber das sind ja Was irgendwelche. sagen sie? Da sind ja öfter irgendwelche Spiralen, also die müssen sich ja um ganz viele Dinge gleichzeitig kümmern. Also die sollen dann zu Ämtern, dann sollen sie da irgendwelche Formulare ausfüllen. Manche haben noch ein Trauma oder ein Drogenproblem und da kommen ja ganz viele Sachen aufeinander. Und wenn du dann. Genau, und da haben wir den Ansatz, da fehlen erstmal Sozialarbeiter. Ja. Genau, das ist der erste Punkt. Ja, aber Und wer nicht eine bezahlt die? Das muss Wohnung. halt irgendwer dann auch wieder machen. Sozialarbeit Genau, ist ja aktuell ein und so wer super will unattraktiver Sozialarbeiter sein? Beruf, weil Genau, du warum ist kriegst der da Beruf halt nicht nicht viel Kohle attraktiv? für. Na, Richtig. du Und weißt da halt, haben wir wenn die du in eigentlich. irgendeine Bankerlehre gehst, dann kannst du dir da deine 20.000 im Monat abholen und kannst in die teuersten Hotels fliegen, wenn du da Bock drauf hast. Und wenn du Sozialarbeiter wirst, dann kriegst du halt ein Zehntel Ja, davon und um es. machst Ja, unangenehme Sachen. 20.000 ist ein bisschen krass ausgedrückt. Du musst dir die Lebensunterhaltskosten wie Kokain und Alkohol auch noch mit einberechnen Ja, und die okay. ganzen Benzos, die du als Investmentbanker ausgeben musst. Aber du weißt Nein, halt, aber wenn du an die Börse es oder in die beiseite. Bank gehst, dann kannst du eine goldene Nase verdienen. Und wenn du Sozialarbeit machst, da ist das Maximum halt relativ schnell erreicht, was du damit bekommen kannst. Ja, aber hier sehen wir doch, dass das Grundproblem dann erstmal gar nicht Wohnungen sind, sondern dann haben wir die Sozialarbeiter und dann die fehlenden Finanzierung von Sozialarbeiter, die schlechte Bezahlung von Sozialarbeiter, genauso wie Pflegeberufe. Und da haben wir dann, da kommen wir langsam dem Problem eher auf die Spur. Aber das wäre dann doch, wie Ja, mein Gott. Agitator gesagt hat, dass man bei vielleicht den Bankern oder so dann die Steuer ein bisschen nach oben schiebt und dafür den Sozialarbeitern aus dem Steuertopf mehr geben kann. Aber das ist ja auch wieder zu einfach. Also wir haben ja hier ein Hochsteuerland, wir haben eine relativ hohe Belastung, wir haben auch eine hohe Bürokratie und wir müssen vielleicht mal schauen, wie wir auch sinnlose Ausgaben wegkürzen. Man kann ja beides Hat machen. er ja selbst gesagt, siehe Ja, aber nicht für Bundeswehr. die Mitte. Aber nicht für die Reichen. Wir haben nicht für die Reichen ein Hochsteuerland. Vermögen wird in Deutschland sogar geringer besteuert als in Nö, wir anderen haben für die vergleichbaren Mitte. Industrieländern. Genau, für die Ja, Mitte. die Vor allem der Mittelschicht zahlt Mittelschicht viel wird hier, ne? hochbesteuert. Aber Na, die genau. Oberschicht, Genau, sollte man die die sind. Steuern für die Reichen erhöhen? Die Steuern für die Reichen zu erhöhen, hilft dir nicht der Mitte. Du musst die Belastung der Mitte erstmal runtersenken. Du kannst ja Ja, gleichzeitig machen, genau. Man oder nicht? erhöht die Freibeträge bei der Einkommenssteuer und erhöht den Spitzensteuersatz beispielsweise. Also, Und dann hast du oder man Abwanderung. erhöht erhöht den Unternehmenssteuersatz oder man führt eine Vermögenssteuer ein oder erhöht die Erbschaftssteuer. Das hatten wir alles. Also das Aber ab hatten wir wann in der gibt es denn Bundesrepublik alles schon. Abwanderung und unter welchen Umständen? Weil ich kenne persönlich auch teilweise Leute, die ganz gut verdienen, beziehungsweise deren Familie. Und von einem Freund von mir zum Beispiel weiß ich, dass der Vater relativ wohlhabend ist. Und ja, der will auch nicht abwandern, weil der hat hier seine Familie, der hat hier seine Firma, er hat seine ganzen Mitarbeiter hier schon Die Leute gibt es eingearbeitet. auch. Und wenn Die man gibt dem es auch, jetzt. Also der aber ich zahlt kenne hier so viel viele, die Steuern, aber abwandern. der wandert ja nicht ab, weil dann müsste der ja sein komplettes Umfeld verlassen. Das macht man ja auch nicht einfach Ja, so. das sind vielleicht ältere Leute, aber oder Leute, die hier ein sehr starkes familiäres Netz haben. Ich glaube, wenn ich jetzt kurz nachdenke aus meinem Bekanntenkreis, ich kann direkt eine Hand 5 Leute aufzählen, die in den nächsten 6 Monaten auswandern. Ja, aber werden die eh, oder? Also egal, ob's. Oder Nein, machen die wenn das dann wegen wegen der hohen Steuern? Steuer. Nur
Wegen Steuern, explizit nur wegen Steuern. Ich würde das Na, zum Beispiel, glaube ich, nicht das machen. ist Also nicht repräsentativ. Das ist nicht repräsentativ. doch. Also der Michael Also Hasmann, die. das ist ja ein bekannter Soziologe, der sein Leben lang zu Eliten geforscht hat, der sagt, 90% aller Topmanager und aller Milliardäre weltweit leben weiterhin in ihrem Heimatland. Das heißt, diese Vorstellung, dass es so eine international vernetzte, also Klasse von Menschen gäbe, die jederzeit auswandern würden, wenn man den Spitzensteuersatz mal 1% zu hoch macht oder Vermögensteuer einführt, die hat mit der Realität relativ wenig zu tun. Nein, Wir es geht hatten in der auch um die Bundesrepublik für Bürokratie. Reiche auch mal wesentlich höhere Steuern, ohne dass das zu einer großen Abwanderung geführt Schau, hat. schau Ja, doch auf Bürokratie können YouTube. wir definitiv abbauen. Deswegen sollten Ja, wir beispielsweise schau doch Mehrwertsteuer hier abschaffen. rein. Das hatte ich ja schon Schau doch. vorgeschlagen. Geh doch mal auf Twitch und schau doch mal, wie viele deutschen Streamer überhaupt in Deutschland sitzen. Nicht mal jeder zweite. Aber das liegt ja nicht nur an den Steuersätzen. Das liegt ja auch daran, dass sehr, sehr große Streamer oder große Prominente allgemein auch damals schon einfach ihren Heimatort verlassen, weil sie da andauernd erkannt und vielleicht sogar belästigt werden. Also wenn du Nee, ein. also ich Also du glaube, musst, also die deutschen Fernsehprominenten von früher, ob es jetzt irgendwie ein Til Schweiger oder so ist, die leben ja auch alle in Amerika, weil die halt nicht normal in ein Einkaufszentrum gehen können, ohne dass die von allen angequatscht werden oder vielleicht sogar geschlagen oder irgendwas. Deswegen ab einem gewissen Bekanntheitsgrad lohnt es sich halt einfach auszuwandern, weil du halt deine Privatsphäre haben möchtest. Und ich glaube, der ja, ein oder andere Streamer macht das auch. Du, also also jetzt du das kriegst bei ja den auch YouTubern. regelmäßig Drohungen, oder? Und Ja. wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest vielleicht nochmal fünfmal so viele Zuschauer und die Leute standen vielleicht schon vor deiner Wohnung oder so, dann würde ich mich nicht wundern, dass irgendwie ein Unge oder so dann auswandert und sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das kann auch ein Grund sein, aber die Leute, von denen ich rede, die sind nicht so bekannt. Die laufen hier ganz normal rum und die sagen, sie haben keinen Bock mehr. Ja gut, aber die wandern halt nicht aus, weil die halt diese weitere Bedrohung nicht haben. Das war ja mein Punkt, den ich meinte. Also Nein, die auch. haben ja keine Bedrohung. Die sagen sich, sie haben keinen Bock auf die Bürokratie, sie haben keinen Bock, die Hälfte ihres Geldes abzugeben und sie ziehen dann nach Dubai oder Madeira und sagen sich, warum soll ich die Hälfte meines Geldes abgeben, wenn ich nur 2% abgeben Das muss? kommt aber auch aufs Land an, wo du hingehst. Also du kannst ja auch sagen, ich gehe jetzt nach Rumänien, weil da ist, die sind die Lebenshaltungskosten so niedrig, aber da hätte ja kein Reicher Bock drauf, da zu wohnen. Das ist ja scheiße. Also jetzt nichts gegen Rumänien, aber es ist halt scheiße. Also ein paar Leute Das kann scheinen irgendwie ich habe nach Dubai, letztens mit einem Madeira oder Irland libertären zu gehen, aber. Argument. Wie bitte? Ich hatte letztens mit einem Libertären diskutiert, der war in Bulgarien, weil es dort eben so viel billiger ist und es da so weniger Bürokratie gibt, meinte er. Aber das ist eben nicht der Durchschnitt. Das ist bei Influencern, wie Imp da gerade erklärt hat, ein bisschen häufiger. Im Chat wurde gerade der Equalist als Beispiel genannt, für selbst kleinere Influencer, die sehr schnell Probleme bekommen, weil sie eben überall erkannt werden. Also das ist aber nicht repräsentativ. Wie Ja, aber gesagt, ich berufe mich das hier hat auf ja Michael nichts mit den Hasmann, der hat Steuern zu gesagt, tun. 90% aller Topmanager und Ja, aber ja, deswegen genau, meinte das ich ist ja, ja der Punkt. dass Das hat dein nichts mit Steuern zu Beispiel tun. nicht ganz zutrifft, Ja. weil die halt noch einen Nein, zusätzlichen aber Grund zum so Ausnahmen Auswandern bestätigen die haben. Regel. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Natürlich müssen die Leute, die auch eine gewisse Abhängigkeit haben von ihrem Arbeitsstandort, die können natürlich nicht so einfach nach Madeira. Aber zum Beispiel jeder, der Content Creator ist, dem ist ja egal, wo er sitzt. Der kann auch in der Wüste sitzen. Hauptsache, er hat einen guten Internetanschluss und eine Naja, aber der Klimaanlage. will ja, der ist ja nicht nur Content Creator, der will ja auch manchmal in seiner Freizeit vielleicht was erleben. Und ich könnte natürlich auch an den billigsten Ort ziehen, wo ich hin kann, solange es da Internet gibt. Aber wenn ich dann vor die Tür trete und es gefällt mir da nicht, dann lohnt sich das ja nicht. Dann bezahle ich doch lieber Ja, hier aber ein paar Madeira ist Euro halt mehr dafür, dass. Urlaubsinsel. Ja, Madeira ist wahrscheinlich ganz in Ordnung, das stimmt schon. Es gibt da schon Orte, die cool sind, aber also auf Dubai hätte ich persönlich zum Beispiel überhaupt keinen Bock. Natürlich auch nicht. Für mich ist Dubai Disneyland für Reiche und ich finde es ganz schrecklich. Ich weiß auch nicht, wie Leute dorthin, aber manche Leute mögen das halt. Ja, ich Beispiel, weiß. sagen wir mal, du hast nicht so viel Niveau und du hältst nicht so viel von Kultur und Bildung und heißt Simon Desue, dann gehst du natürlich dorthin. Ja, Aber also das wie ist ja nicht gesagt, für mich wäre es auch kein repräsentativ. Ort. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, auch nicht die Mehrheit der reichen deutschen Bevölkerung, besteht aus Salmon Desio. Also das ist jetzt, wie gesagt, nicht repräsentativ. Und wir Zum hatten in der Glück, Bundesrepublik mal weil ich deutlich die höhere Steuersätze Wahlergebnisse für anschaue, Reiche, komme schon. ohne dass die Leute abgehauen werden. Also wenn es Wir noch, hatten in also der wenn es noch Bundesrepublik stärker mal wird, deutlich höhere und so. Steuersätze. Es gibt auch viele Leute, die auch nicht aus diesem Social Media oder diesem Influencer-Bereich sind, die einfach unter dieser extremen Last leiden. Natürlich kann der Handwerker, der hier Gas, Wasser, Scheiße macht, der kann nicht auswandern, weil hier sein Betrieb ist. Der hat nicht die Möglichkeit. Der arbeitet hier oder ist dann irgendwann arbeitslos, Aber weil er wäre das pleite dann ist. nicht eine Idee, dass man auf EU-Ebene das regelt, dass man sagt,
Madeira oder Irland und Co., die haben auch ein gewisses Minimum. Also es muss ja nicht jedes Land genau gleich viel, aber dass man sagt, so gering wie ihr das jetzt macht, geht es nicht. Das wird Ja, angehoben. der Druck wird ja ausgeübt. Also sie schaffen es ja jetzt ab, also Madeira schafft es ja jetzt ab. Es hat dann den gleichen wie Portugal oder hat es nur einen anderen So wie Satz? Portugal. Okay. Ich weiß nicht, wie dieses System genau hat, ich vergesse das wieder, weil für mich das nie in Frage kam. Mir haben auch immer viele gesagt, Tobias, komm doch nach Madeira. Aber nachdem ich mich mit Theodor unterhalten habe und er meint, das Essen sei scheiße, habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Ich kann nicht in Regionen ziehen, wo das Essen beschissen ist. Mir hat 4 Jahre England haben mir gereicht. Aber siehst du, du hast ja auch anscheinend, also du wirst ja auch da eingeladen und ich weiß jetzt nicht, wie viel du verdienst, aber weißt du, du sagst halt auch, gut, da würde ich Steuern sparen, aber es gefällt mir da nicht. Nein, ich habe Ich bin da andere Ziele. vielleicht einsam und das Essen schmeckt mir nicht, dann habe ich da keine Lust drauf, weil du willst ja auch, Nein, ich habe andere Ziele. Also also. ich bin ja bewusst nach Deutschland zurückgegangen, weil ich politisch etwas positiv verändern wollte. Und das kann ich nur vor Ort. Hätte ich keine politischen Ambitionen mehr, dann würde mich nichts in Deutschland halten. Nicht mal Freunde, Familie, sowas. Ich habe doch eh keine Freunde, ich bin FDPler, bitte. Ja gut, also ich würde auch nicht so, ich würde nicht so gerne irgendwie, oder das, was mich am meisten davon abhält, dauerhaft das Land zu verlassen. Also ich war auch, ne, ich war jetzt noch nicht so oft im Urlaub, aber wenn, dann hat es mir an manchen Orten auch gut gefallen. Aber wenn ich denke, ich kenne da halt gar keinen. So, selbst wenn ich dann meine Freundin mitnehme, dann sind wir da halt zu zweit. Und ich finde das ja auch ganz schön, mal den einen oder anderen Freund mal zu treffen oder zu irgendeiner Veranstaltung zu gehen. Und wenn ich jetzt in einem Land wohne, wo ich gar keinen kenne, vielleicht lernt man einen Nachbarn kennen, aber was mache ich denn dann da? Dann sitze ich da den ganzen Tag am Computer oder wie? Oder gehe alleine Ja, macht man. spazieren, aber dann, also. Also es kommt natürlich auf die Person an. Ich bin ein Mensch, der kommt gut alleine zurecht. Also ich habe kein Problem damit, dass ich ein halbes Jahr keinen Menschen sehe. Gut, das ist bei jedem anders. Also ich finde das nicht so schön. Ich kann auch hin und eine längere Zeit mal ohne, aber hin und wieder ist es doch mal schön, mit einem Freund irgendwie ein längeres Gespräch zu führen, irgendwie ein bisschen was zu unternehmen. Aber das sieht wahrscheinlich jeder anders. Ja, ich habe mich in England dran gewöhnt. In England, auch während der Lockdown-Phase dort, die ja viel härter war als in Deutschland. In Deutschland haben sie alle nur rumgeheult, obwohl das eigentlich komplett locker war, habe ich es einigermaßen gut überstanden. Und ich muss sagen, England war auch gerade das erste Jahr relativ hart. Aber da gab es ja keinen, den man kannte. Na gut. Aber ging dann doch. Wollen wir ins Thema zurückkommen? Also Agitator sagt, die Leute wandern nicht ab und hat dafür Belege Ja. von früher und von anderen Ländern, oder? Michael Hartmann, das ist ein Sozi. Ich habe jetzt keine Studie rausgesucht. Ich habe mich ja jetzt einfach auf sein Urteil verlassen. Ist jetzt ein Autoritätsargument, ist nicht das Beste, aber der forscht sein Leben lang zu Eliten, wie die sich zusammensetzen, wie mobil die sind. So, deswegen habe ich den jetzt für relativ seriös gehalten. Von dem habe ich mir auch viele Interviews zu dem Thema angeguckt. Ich habe Deswegen es, habe ich ja glaube gesagt, dass ich. das, was Tobias Buch hier beschreibt, nicht unbedingt repräsentativ sein mag. Ich glaube, ich habe es auch von Adam Tooze gehört, dass er sowas gesagt hat. Der forscht ja auch zu Ja, wir Eliten. halten die Leute natürlich auch mit anderen Mitteln hier Wegzugsbesteuerung und so weiter. Das ist ja für viele auch ein Argument. Es wird ja richtig teuer, wenn du hier wegziehst. Da kommt drauf an, wie viel du Als hast, ne? Strafe. Kriegst du eine harte Geldstrafe, wenn du Deutschland verlässt. Das wusste ich noch nicht. Ich dachte, also innerhalb der EU darfst du, oder? Nö, nö, auch da. Okay. So. Wollt ihr beide noch groß weitertalken oder? Hast keinen Bock mehr? Oder du hast einen Nee, Termin, ne? ich bin eigentlich gleich mit Marco vom Brotfunk-Podcast verabredet, und um auf Dara zu reagieren. Und Ach, meine Güte. ja, ich Was hat denn glaube, den da stört wieder es nicht, von wenn er sich noch. gegeben? Der hat auf Proletopia gegen so einen anderen Walkie, ich weiß gerade seinen Namen gar nicht mehr, reagiert. Neitan? Und der hat, ja Oh. genau, da hat er sich ziemlich blamiert. So, meiner Meinung nach. Deswegen wollten wir uns Wer das hat sich mal ansehen. blamiert? Dara hat sich blamiert. Dara. Okay. Ach, schon wieder. Oh Gott. Na gut, Ach gut. ich habe den Talk nur zum Teil gesehen. Ich habe mitbekommen, dass sie, also am Anfang fand ich es ein bisschen uninteressant, was sie geredet haben. Dann habe ich vorgespult und bin wo gelandet, wo sie sich angeschrien und beleidigt haben und dachte, ja gut, also. Jetzt wird es für mich doch interessant. Also Neitan und Proletopia haben miteinander gesprochen und eigentlich finde ich das gut, dass diese verschiedenen Lager sich wieder ein bisschen mehr annähern und Gespräche miteinander führen, weil man hat es ja heute gesehen, selbst wenn man völlig unterschiedlicher Meinung ist, denke ich,
das lohnt sich doch, solche Gespräche weiterhin zu führen. Aber also die sind irgendwann irgendwie zu so einem Punkt gekommen, dass, glaube ich, Naitan hat Erwin immer vorgeworfen, irgendwie ein Putin-Freund oder so zu sein oder ein Schwurbler oder irgendwie sowas. Und Erwin hat dann so gesagt, Naitan, kann es sein, dass du dumm bist? Und irgendwie, also auf jeden Fall haben sie sich beleidigt. Naja. Oh Gott, was ein Theater. Und anscheinend hat sich Dara eingeschaltet. Der hat auch, also es gab, das war ganz witzig, Agitator war ja mal bei Dara zu Gast und wurde als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Und Erwin hat jetzt ja auch nochmal, glaube ich, nach dem Talk irgendwie geredet und meinte dann, dass die ja im Kleinen eine Art Verschwörung gemacht haben, weil nämlich wohl Dekadent und Dara gemeinsam bei Naitan reingeradet haben, um da den Chat zu befüttern mit Leuten, die Naitan Infos geben oder die Erwin irgendwie runtermachen oder sowas. Und das ist ja eigentlich auch eine Art Verschwörung im Kleinen, ne? Dass sich so Leute verabreden und zusammentun, um gemeinsam ja, so einen Zeitgeist zu kippen oder so, oder zumindest so eine Diskussion in ihre Richtung. Aber das gibt's doch dauernd. Aber das ist ja eigentlich dann vielleicht ein Anhaltspunkt, dass man sagt, manche Verschwörungen sind vielleicht gar nicht so weit hergeholt, weil wenn die im Kleinen passieren, wieso sollten nicht im Großen auch Verschwörungen passieren? Ja, Oh das finde Gott. ich jetzt nicht so die Meinst du relevante nicht? Diskussion. Das, Nee, finde ich nicht. das, ja, das ist Wie schon ein bisschen gesagt, seltsam. ich würde mich dann bei euch beiden verabschieden. Ihr beide könnt ja noch weiterreden, wenn ihr wollt. Ich habe eigentlich alles Ja, wir sind auch Wichtige nicht mehr, besprochen, was ich so besprechen wollte. lange, weil ich eigentlich ja nur so Ja, dann. reingeswitcht bin. Es hat mich gefreut, dass ihr beide da wart. Also ich glaube, das wird leicht falsch verstanden, was ich gerade gesagt habe mit Verschwörung. Also ich bin auch kein Fan von Ken Jebsen und Co. Also dieses Wort Verschwörungstheorie ist leider ja so ein groß Darüber haben wir gefasster auch schon mal Begriff. gesprochen. Naja, da fällt so vieles rein und da ist einiges natürlich Ja, kompletter deswegen. Quatsch. Und bei manchen Sachen würde ich sagen, naja, vielleicht ist es vielleicht gar nicht so ein Quatsch. Aber das sind wahrscheinlich dann auch Verschwörungen, die von manchen Leuten so abgetan werden wie, ja gut, das ist ja doch keine Verschwörung, ne? Also sowas, was NSA macht und sowas, bevor Snowden kam, hat man ja auch gesagt, Verschwörung. Und dann kam man und hat gesagt, nee, wir machen das wirklich. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, ne? Und gibt ja Ich noch würde so ein mich dann auch paar mal solche abmachen. Sachen. Ja, Dann wie wünsche ich noch gesagt, in einen diesem schönen Sinne Rest euch noch Weihnachten. eine frohe Weihnachten auch. Bis dann. Tschö, tschö. Frohe Weihnachten an alle. Tschüss. Jo. Jetzt hat er schon direkt aufgelegt.